Ambulante Hospizdienst Köthen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in ihrer letzten Phase des Lebens zu begleiten und zu unterstützen. Das Ziel der ehrenamtlichen Mitarbeiter ist es, den Betroffenen ein Sterben in Würde und Geborgenheit zu ermöglichen. Um dieser respektvollen Aufgabe in vollem Maß nachgehen zu können, ist es für die ehrenamtlichen Mitarbeiter besonders wichtig, einen Träger zu haben, der ihnen den Rücken stärkt. Bislang übernahm diese Aufgabe die Stiftung Hospital St. Jakob in Köthen. Herr Schindler hat das ja schon vorhin angesprochen. Die Dokumentation, die wird immer aufwendiger und es muss jemand da sein, der die Koordination da übernimmt und Ehrenamtliche unterstützt in ihrer Arbeit und sie auch einteilt. Da die Stiftung Hospital St. Jakob dieser Herausforderung nicht mehr wie gewünscht gewachsen ist, wurde diese am vergangenen Donnerstag im Lützestift in Köthen in die Hände der Kanzler von Forschen Stiftung übergeben. Andreas Schindler, Stiftungsdirektor der Kanzlerstiftung, ging in seiner Rede besonders auf die bisherige und zukünftige Arbeit des Hospizdienstes ein. Außerdem könne durch die Übergabe an die Kanzlerstiftung, welche eine langjährige Erfahrung in der Hospizarbeit hat, eine noch bessere Betreuung der Betroffenen gewährleistet werden. Wer selbst einmal die Hilfe der ehrenamtlichen Hospizhelfer benötigt, kann sich rund um die Uhr an die Hotline 0151 188 222202 wenden. Da sich die medizinische als auch seelische Betreuung von Menschen in dieser Situation nicht jedermann zutraut, mangelt es zunehmend an ehrenamtlichen Helfern. Daher können sich Interessierte direkt an den ambulanten Hospizdienst Kustrenaer Straße 9 in Bernburg wenden oder sich telefonisch unter der Rufnummer 03471 3083 27 melden.